Also ich glaube, dass in meinem Fach so dieses Spielerische, so im Fächerkanon der Musiktherapie zumindest, ne, schon etwas sehr Herausstechendes ist. Und dass es trotzdem so eine Intensität hat dann durch die Erlebensebene. Ein wichtiger Grundsatz, den ich auch versuche, den Studierenden mitzugeben, ist so, dass sie lernen, persönlich zu sein, ohne privat zu werden. Ich unterrichte Psychodynamic Movement. Ich habe den Auftrag, den Studierenden Körperbewusstsein mitzugeben, also ein Körpergefühl, dass sie überhaupt merken beim Arbeiten, dass da auch ein Körper mitarbeitet und dass sie den wahrnehmen und erleben und daraus etwas verstehen von der ganzen Dynamik, die so eine Szene haben kann. Wir haben es ja damit zu tun, dass wir seelisches Erleben übersetzen oder erkennen möchten in musikalischem Ausdrucksgeschehen. Aber es ist so, dass diese Bewegungsarbeit wirklich sehr viel Emotionales auslöst. Das ist und bleibt so. Und natürlich müssen wir manchmal auch, oder muss ich als Lehrperson da manchmal auch das mithalten und schauen, wie ich das wieder regulieren kann, wenn jemand auch unangenehme Gefühle von Isolation oder Ohnmachtsgefühle, so bei bestimmten Übungen, wo man einfach sehr auf sich auch zurückgeworfen wird. Wie gehe ich dann damit um? Wie helfe ich auch der Gruppe, damit umzugehen? Das ist schon immer auch ein Balanceakt. Eine Übung, die ich sehr gerne mag, die wir machen bei Psychodynamic Movement, ist so mit Papier, mit Pappmasken, die wir selbst gestalten. Also die Studierenden können sich das auch selber bauen, mit so einer Tiermaske in Bewegung zu kommen. Das kann hilfreich sein, über so eine, also ein bisschen dann auch ins Extreme vielleicht getrieben, ein bisschen übertriebene Form, dann mit dieser Tiermaske erstmal in so ein ganz fremdes Wesen hineinzuschlüpfen. Und dann gibt es ja auch diese große Frage, wie verhalte ich mich klischeehaft dann, wenn ich eine Hasenmaske anhabe, dass ich mich dann auch wie ein Hase ängstlich verhalte oder als Wolf verhalte ich mich, vielleicht bin ich auch mal ein ängstlicher Wolf, also kann ich auch Klischees brechen, ne? Also es ist auch eine schöne Möglichkeit, so mit Klischees sich zu beschäftigen und sich da ein bisschen auszuprobieren. Fühle ich mich jetzt eigentlich auch ganz anders? Bin ich ganz anders? Wie werde ich wahrgenommen? Was kriege ich durch die Musik auch da wieder gespiegelt? Ne? Und dann gibt es eben andere aus der Gruppe, die die Aufgabe haben, das musikalisch zu begleiten, in einem ganz dienenden Aspekt, dass sie musikalisch versuchen, das, was dieses Tier gerade zum Ausdruck bringt, aufzugreifen und zu verstärken oder etwas hineinzubringen, was sie sich denken, was gebraucht werden könnte. Ich glaube, einmal ist ein ganz spezielles Erleben auch für die sich bewegende Person, diese Selbstwirksamkeit zu spüren. Ich bin jetzt wirklich diejenige, die die Musik steuert, so, ne, wenn es gelingt. So kann das ja berührend sein. Und das andere ist, dass es auch für angehende Musiktherapeutinnen ganz wichtig ist, dass sie sich einfühlend musikalisch ausdrücken können. Also, dass sie wirklich fast für die andere Person spielen oder so spielen, als wären sie die andere Person. Man muss da auch ein bisschen üben, bis das gelingt. Aber so ein einfühlendes musikalisches Begleiten ist ein ganz wichtiges Element.